Willkommen, willkommen aus Berlin, wo wir einen Haufen Apple iPhones hier stehen haben, wir sehen können oder liegen haben, die in verrückten Farben mittlerweile erhältlich sind, wie auch dem Product Red, was mit dem iPhone 7 eingeführt wurde, und auch dem Diamantschwarz, was mit dem iPhone 7 eingeführt wurde, was einfach genial ausschaut, aber leider nicht nur Fingerabdrücke hier vor allem bei diesem glitzernden iPhone anzieht, sondern auch Kratzer leider. Was aber sehr schön ausschaut, ist vor allem das Apple-Logo, was mittlerweile auch immer zu dem Gerät selber auch ein bisschen dazu mit glitzert hier bei dem Product Red. Auch in dem Silberdesign, wie wir das eigentlich bei dem nur silbernen Handy hier kennen, dass man das natürlich auch als guter Spiegel benutzen kann. Aber natürlich hier auch bei dem Rose Gold und bei dem Gold sieht das Smartphone von Apple einfach genial aus. Und es wäre relativ schwer, sich hier die Farbe, glaube ich, auszusuchen, wenn ich mir ein neues Handy holen müsste. Natürlich auch, wenn wir die Hülle kaufen dazu, vorne haben die auch unterschiedliche Farben, denn wir haben hier immer eine weiße Front, bei dem roten Gerät auch eine weiße Front, das seht ihr in meinem Hands-on-Video. Ansonsten nur bei dem Diamond Black und bei dem mattschwarzen, Diamantschwarzen und bei dem mattschwarzen habt ihr eine schwarze Front. Und das war es entsprechend auch schon mit dem ganz kurzen Farbübersichtsvideo zu den Apple iPhone 7 Handys. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.